KinoCast. Hallo und willkommen hier zur 484. Ausgabe, glaube ich, vom KinoCast. Ich begrüße die Kate. Hallo Kate. Hallo. Gerade gecheckt, 484 stimmt. Und hier ist der Erik. Herzlich willkommen hier zu unserer kleinen lauschigen Sendung mal wieder. Chris hat am Anfang des Schuljahres immer sehr, sehr viel zu tun. Er ist einer von den Lehrern, die sich immer gründlich vorbereiten. Wir hatten ein paar von den Lehrern, die wir damals hatten, die haben einfach immer nur die Sachen vom Vorjahr. Die hatten so einen dicken Ordner, da stand irgendwie die Klassenstufe drauf und die haben die dann immer dieselben Sachen wieder durchgekaut. Da, die hatten, glaube ich, nicht so viel Arbeit. Chris, der macht sich echt viel Arbeit. Grüße auf jeden Fall an Chris, der wird das ja bestimmt mal hören, was wir hier so fabrizieren. Den Film, den wir in der Sneak Preview hatten, hat er ja auch gesehen. Wir hatten den Film S in der Sneak oder im Englischen It. Und es gab davon ja schon mal eine Variante vor einigen Jahren, was aber eher so fürs TV ein produzierter Mehrteiler war, nämlich Stephen King's S hieß das damals. Und ich kann mich noch an so eine Sat.1 lief das, glaube ich, Ausstrahlung erinnern. War damals ein ziemlicher Knüller, ziemlicher Straßenfeger. Und ich konnte mich aber jetzt schon kaum noch dran erinnern, um was es da so genau ging. Da Fabi, der bei uns mit war, der hat ja extra vorher nochmal den alten Film geguckt. Mhm. Und konnte dann gleich deutliche Parallelen ziehen. Ja, das war im alten auch und das war im alten auch und so. Hatte ich jetzt nicht, aber worum geht's? Ja, uns werden erstmal so nach und nach so ein paar Kinder vorgestellt, nämlich den Bill, den Richie, den Eddie, die Beverly und den Ben und den Stanley und den Mike. Und die leben alle in einer fiktiven Stadt namens Derry, im US-Bundesstaat Maine. Und die Stadt kam mir von so ein paar Luftaufnahmen, also die Kamera ist da mal so ein bisschen weiter oben, die sieht täuschend echt aus oder täuschend ähnlich aus wie die Stadt von Stand By Me, den ich ja letztens geguckt hatte. Da waren auch so ein paar Einstellungen, wo man so die Stadt von oben sieht. Kann natürlich so eine typisch amerikanische Stadt sein, die alle gleich aussehen, aber weiß nicht so, da waren so die Einstellungen mit dieser Hauptstraße und so. Vielleicht ist das ja am selben Ort irgendwie gedreht, würde mich ja auch nicht wundern. Stand By Me ist ja auch eine Stephen King-Verfilmung. Auf jeden Fall. Es verschwinden dort immer mal Kinder, hauptsächlich Kinder und Jugendliche. Und die Erwachsenen wollen irgendwie nicht so richtig drüber reden und versuchen das eher so unter den Tisch zu kehren. Und ganz am Anfang in der ersten Szene verschwindet nämlich der kleinere Bruder von dem Bill. Ist das der kleine Bruder gewesen? Oder bringe ich denn jetzt die Namen durcheinander? Ja, doch. Doch, ja. Und zwar er als älterer Bruder muss das Bett hüten, weil er sich irgendwie was eingefangen hat, eine schlimme Erkältung oder so. Und dann bastelt er für seinen Bruder so ein kleines Papierschiffchen. Das lackieren sie dann noch, damit es nicht so schnell durchweicht. Und draußen ist so ein schlimmer Regenguss. Und der kleine Bruder geht halt mit so einem gelben Regencape, was man auch auf dem Kinoposter sieht, geht das kleine Kind raus und setzt dieses kleine Papierschiffchen in den Rinnstein und das wird dann halt von dem Wasser weggespült und das Kind läuft hinterher so lang, bis dieses kleine Schiffchen nämlich in den Gully rein rutscht und dann guckt das Kind da so in den Gully rein und dann ahnt man schon nichts Gutes und tatsächlich erscheint dann auch das Gesicht dieses berühmten Clowns da von S und der hat dieses Schiffchen und will das dem Jungen zurückgeben. Das gestaltet sich allerdings sehr schwierig und jedenfalls dieses Kind ist dann verschwunden und der ältere Bruder macht sich natürlich ziemliche Gedanken und ja, die anderen Kinder haben auch teilweise so Visionen, dass die immer mal so diesen Clown irgendwo sehen in irgendwelchen irgendwelchen komischen Situationen oder sie haben irgendwelche seltsamen Visionen von früher, alles irgendwie ganz gruselig und blutige Visionen, die so haben. Und irgendwie kommt es dann halt zu dem Punkt, dass sie sich gegenseitig mal davon erzählen und recherchieren dann auch in der örtlichen Bibliothek, dass es eben bis ins Mittelalter zurückreicht, wo damals
schon die ersten da verschwunden sind und da gab es dann, war so ein Zirkus irgendwie in der Stadt und da finden sie auch diese Clownsgesichter und da nahm das irgendwie seinen Ursprung, dass sehr viele Personen dann verschwunden sind auf Nimmerwiedersehen und das ist auch in einem gewissen Rhythmus, zeitlichen Rhythmus, eine gewisse Anzahl von Jahren, dass sich diese Fälle sehr stark häufen und dann beschließen die Kids, ja, auf die Suche zu gehen nach der Ursache und überwinden dann auch so ihre Ängste und parallel dazu sind natürlich auch diese typischen Probleme von Heranwachsenden. Zum einen die Elternhäuser, die sind auch meistens nur von außen okay, aber wenn man da so ein bisschen einen Blick reinwirft dann, die Kinder werden uns ja auch im Detail auch mal vorgestellt in ihrem Umfeld und so, die Elternhäuser sind alles andere als in Ordnung, wenn man die so von innen dann betrachtet. Da haben die Kinder schon mit erheblichen Themen zu kämpfen. Dazu kommen noch so das Erwachsen oder das Heranwachsen und die Probleme, die da plötzlich auftauchen. Und viel mehr will ich jetzt mal auch nicht so drüber verraten. Ich habe extra mich um diverse Sachen drumherum laviert, damit ich hier niemanden irgendwas verderbe. Wir hatten den Film in der Originalversion in der Sneak Preview. Hat mir am Anfang ziemliche Probleme bereitet, mich so ein bisschen in diesen Dialekt, ich weiß nicht, da Maine und weiß nicht, was die da so am Anfang, ich bin schwer reinkommen. Meistens bei irgendwelchen Sachen komme ich relativ schnell so in den Flow, dass ich alles verstehe. Aber hier muss ich mich erstmal ein bisschen länger reinhören. Ich war ganz froh, dass der Film auch irgendwie zweieinhalb Stunden oder so geht er ja, oder nee, zwei und eine Viertelstunde steht hier. Dass quasi die Anfangs Szenen, es ging halt sehr langsam voran, bis dann mal richtig losgeht. Aber war halt auch gut. Hat der Film durchaus gebraucht und konnte der Film vertragen. Und es waren halt auch sehr viele Nebengeräusche immer. Also die Kinder sind dann halt irgendwo in der Kanalisation, wo alles irgendwie rauscht und macht und tut und so. Naja, jetzt, die Kate hatte ja vorher schon riesen Bammel, dass dieser Film kommen könnte, weil sie ja irgend so eine Clownphobie hat. Ich saß jetzt nicht direkt neben dir. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr es dich beschäftigt hat, mitgenommen hat und wie dann die folgenden Nächte für dich waren. Ob du da durchgeschlafen hast oder. Also ich hab sehr gut geschlafen. Der Vorteil war halt, ich habe mir einfach die Augen zugehalten. Nein, im Ernst. Also immer wenn es irgendwie, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt kommt der gleich, der blöde Clown, habe ich mir einfach die Augen zugehalten. Oder ich habe die Augen zugemacht und ich habe weggeguckt oder mir die Kapuze über den Kopf gezogen. Der kommt schon relativ oft und relativ hart. Also ich finde, der hat schon ordentliche Szenen und sehr, sehr gruselige Szenen. Und die natürlich einfach sehr gut gemacht sind. Also wenn ich mir an das Original zurückerinnere, da finde ich jetzt ehrlich gesagt sogar den neuen viel gruseliger. Also noch gruseliger, wie ich den ersten fand. Und wie gesagt, ich habe halt immer weggeguckt. Aber das, was ich vom Film gesehen habe, fand ich wirklich gut. Also ich hatte echt Angst, dass das ein schlechtes Remake wird. Aber im Gegenteil, ich fand ihn wirklich gut. Ich weiß nicht, wie hast du es empfunden? Fandest du ihn auch so gut? Ich fand ihn definitiv besser als die alte Verfilmung. Die ist meines Erachtens nicht so gut gealtert. Das ist zum einen dem Bildformat geschuldet. Die war halt eine Fernsehproduktion, 4:3. Das wirkt halt heutzutage einfach total altbacken, wenn du so 4:3, wenn du im Fernsehen durchzappst. Manche Sender senden ja noch in 4:3 oder senden irgendwelche alten Filme in 4:3. Das wirkt einfach immer total alt. Mhm. Und dann noch so diese ganzen Farben und wie das da so war. War halt typisches TV-Fernsehding, ne? Also, da geht der Neue, hat schon einen ganz anderen erzählerischen Ansatz und es war auch die ganze Zeit bei diesem neuen Film erst, war es wirklich die ganze Zeit irgendwie so ein Spannungsbogen. Es fing da sehr langsam an mit dieser Exposition der Figuren und des Umfeldes und dann hat erst der eine so ja seine Vision und sieht da schlimme Sachen und dann der nächste und irgendwie führt es dann alles zusammen und dazu kommen noch
ich würde es fast sagen, so eine Spielberg-eske Familien- und Freundesgeschichte von irgendwelchen, ja, Freunden, die in so einer Kleinstadt leben und so. Mhm. Das fand ich wirklich ganz, ganz toll gemacht. Also, dass der Film eben nicht nur jetzt nur auf diesen Horror abzielt, sondern wirklich auch diese ganzen Freundschaften, die da entstehen, dass er sich auch Zeit nimmt für diese ganzen Geschichten, für diese ganzen Randgeschichten, wie das entsteht, wer da mit wem und wer zu wem hält und wie es denen halt geht, so im Heranwachsen. Das fand ich echt gut. Wirklich toll gemacht. Und die Szenen mit dem Clown, also was ja immer so ein bisschen schwierig ist, wenn du so ein Bösewicht in Verkleidung hast, ja, das darf halt zu keinem Zeitpunkt irgendwie lächerlich sein, sonst bist du ja sofort raus. Und deswegen ist ja Freddy Krüger oder so, sind ja so die Archetypen für irgendwelche, ja, gruseligen oder Leatherface oder Jason Voorhees oder wie sie alle heißen, selbst Michael Myers. Ja, und so ein Clown kann natürlich relativ schnell, wenn der irgendwie komisches Make-up hat oder so, oder wenn der einfach irgendwie, ja, blöd aussieht oder so, kann das eher so unfreiwillig komisch sein, aber hier ist eine gute Mischung gefunden worden zwischen einem Make-up und auch durchaus CGI-Effekten bei manchen Szenen, dass halt wirklich das richtig gut rüberkommt. Ganz, ganz überragender Film. Hätte ich nicht so gedacht, dass der, vor allem, weil ich auch gelesen habe, oh, da geht über 2 Stunden und dann am Montag in der Sneak Preview nach dem ersten Arbeitstag in der Woche, oh, guckst du dir so einen 2,5-Stunden-Film an. Puh, da geht er ziemlich lange dann und boah, da war ich echt nicht sicher, ob ich da so 100%ig die ganze Zeit dabei bleiben kann, aber mir haben halt wirklich auch so die ganzen Nebengeschichten gefallen, auch mit den Kindern und mit den, mit den Familien, in denen die aufwachsen und wie die sich dann auch, manche kommen sich ja auch ein bisschen näher von denen, ne? Toller Soundtrack auch. Ich fand auch die Jungschauspieler an sich echt gut. Also diese Kids, die haben so cool miteinander harmoniert. Also den Jaden Lieberherr, den kennen wir ja schon, also der den Bill spielt, den kennen wir schon aus, jetzt erst vor kurzem aus The Book of Henry. Da fand ich den ja auch schon so fabelhaft. Und dann haben wir auch noch einen cool besetzten Richie mit Finn Wolfhard aus Stranger Things, der einfach eine verdammt coole Rolle hat. Also der ist irgendwie so ein bisschen auch ein Quatschkopf in der Runde. Das fand ich echt, also ich fand die echt alle richtig gut ausgesucht. Auch das Mädchen, die, also abgesehen davon, dass die für ihre jungen Jahre bildhübsch ist, ist die halt, glaube ich, auch nochmal eine richtig, richtig gute Schauspielerin. Also man hat das wirklich richtig gut umgesetzt. Und der Pennywise wird ja von Bill Skarsgård gespielt und der ist quasi auch noch ein Jungschauspieler. Der ist erst 27 und spielt da diesen Pennywise in einer Art und Weise, oh mein Gott, mir ist eiskalt den Rücken runtergelaufen. Das ist echt abnormal. Also hättest du gedacht, dass da ein 27-Jähriger drunter steckt? Lässt sich, wenn du es jetzt nicht wüsstest, also ich find nicht. Lässt sich ja schwer. Also ich habe mich damit nicht beschäftigt, wer da drunter steckt. Keine Ahnung. Jetzt, wo ich es höre, ja, jetzt sehe ich den hier. Ja, er sieht seinem alter Ego nicht gerade ähnlich. Ach doch, von den Augen her schon. Ja, die Augen, okay. Sieht die Augenpartie. Ja, doch, ich finde schon. Also ich finde von nur, was man sieht, dass er es ist. Ja, aber wie gesagt, ich fand die Jungschauspieler echt super. Die waren irgendwie eine coole, freundschaftliche Truppe, auch mit ihren allen ganzen Eigenheiten und diesen verwirrenden und verzwickten Familienverhältnissen. Da haben die haben schon gut auf sich gegenseitig aufgepasst. Das fand ich echt gut. Das war auch glaubwürdig. Hat man ja nicht immer bei diesen Teams. Und dazu ist ja dieses ganze Setting, ist ja auch zu einer Zeit, wo noch offener Rassismus geherrscht hat in den USA und die haben ja auch einen Schwarzen mit dabei in ihrer Clique und so und der sieht sich dann auch ziemlichen Repressalien ausgesetzt und ja, das hat schon ziemlich viel mit zusätzliche Themen noch mit reingebracht in den Film. Hat sich aber jetzt nie verzettelt. Ich hatte nie irgendwie das Gefühl so, boah, ne, die Storyline hätten sie jetzt nicht noch aufmachen müssen oder die Storyline XY, die hätte er vielleicht mal lieber bleiben lassen, weil er sie eh nicht richtig aufgelöst hat, sondern
das passt eigentlich alles. Und das ist ja jetzt der erste Teil. Es gab ja von dem Originalfilm, sage ich jetzt mal, gab es ja auch zwei Teile. Ja, also eigentlich sind es keine zwei Teile. Eigentlich ist es ein Film. Ja, aber es treffen sich ja welche, wollen jetzt mal nicht spoilern, aber treffen sich ja welche von den Kids auf jeden Fall dann nochmal wieder. Genau. Und die, weil ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass in einem gewissen zeitlichen Ablauf bestimmte Dinge passieren und die nehmen sich halt vor, okay, wenn das Böse jetzt nicht besiegt ist, dann treffen wir uns halt dann nochmal wieder und so soll das wahrscheinlich dann auch passieren. Was mich noch sehr gewundert hat, ist, dass sie für so ein Projekt, was ja wirklich zwei Filme umschließt, die doch ja durchaus eine Länge haben und durchaus auch, ja gut, es hat jetzt kein Star-Potenzial, der Film, also es war jetzt wahrscheinlich nicht so, dass man sagt, ja, irgendwie zig Millionen ausgeben für einen Star XY, das muss jetzt auf jeden Fall ein Hit werden, deswegen wundert es mich ein bisschen, dass man auch so einen relativ unbekannten Regisseur, Andy Muschietti oder so heißt er, der hat vorher diesen einen Film, Mama hieß der, auch so ein bisschen ja, Horror, Mystery, Thriller gemacht gehabt und das war es dann auch schon. Und das wundert mich halt, es freut mich eigentlich, dass man den Mut gehabt hat zu sagen, ja, hey, der kann das visuell umsetzen, der hat das schon mal in diesem Mama-Film bewiesen, so eine düstere Stimmung und egal, der hat jetzt keinen klangvollen Namen, das ist jetzt nicht irgendwie ein, was weiß ich, Steve Spielberg oder so. Wir geben dem einfach mal den Job und gucken mal, auch wenn es jetzt hier zwei ja, Budget, Vollbudget-Filme umschließt, ja, aber man hat ja wenigstens bei den Darstellern gespart, obwohl wir wissen ja nicht dann bei den älteren Darstellern, ob man dann doch irgendwie, weiß nicht, The Rock irgendwo sehen oder keine Ahnung. Nein, nur als... Ich bin gespannt, wie sie das umsetzen, weil sie müssen ja wirklich, ich habe irgendwas gelesen, dass der zweite Teil 2019 kommen soll. Ich bin gespannt, wie sie das umsetzen, dass man wirklich Schauspieler findet, die diesen jungen Schauspielern auch ähneln. Also ich fand das im Original schon sehr, sehr schlecht umgesetzt, weil ich fand, die Erwachsenen hatten nichts mehr von diesen Kinderschauspielern damals. Und ich hoffe, dass die das jetzt besser machen, dass sie wirklich erwachsene Schauspieler finden, die diesen jungen Schauspielern auch ähneln. Und ich bin mal gespannt. Ich hoff's sehr. Vielleicht kann sich da ja auch jemand in den Kommentaren vielleicht dazu äußern, was, also von denen, die den Film jetzt schon gesehen haben, ja, was denkt ihr? Entweder könnt ihr alle Rollen nach euren Wünschen besetzen oder ihr sagt dann halt nur bestimmte Rollen, also da hätte ich eine Idee, das könnte der und der spielen oder so, das würde mich mal interessieren. Ich werde dann auch irgendwann mal ein bisschen was in die Runde werfen, mal gucken. Ich muss mir allerdings erstmal noch ein bisschen Gedanken machen, das mit The Rock, das war nicht ernst gemeint. Ich finde es halt schwierig, weil zum Beispiel dieses Mädchen, dieses Sophia Lillis, ich finde, die hat so markante Augen gehabt. Und find mal eine erwachsene Schauspielerin, die diesen Blick und diese Augen hat. Ja, oder zumindest am ähnlichsten ist. Dass sich der Rest vom Gesicht mit dem Alter ändert, ist ja bei uns allen so. Aber die Augenpartie bleibt in der Auge- und Nasenpartie bleibt ja in der Regel immer gleich. Und da musst du jetzt mal finden, der da wirklich ganz nah rankommt. Und ich finde das bei den Mädchen extrem schwer. Ja, da hätte ich... Weil die hat echt krasse Augen. Da hätte ich vielleicht schon eine Besetzung. Nämlich Alexandra Daddario heißt die. Die hat bei dem Baywatch-Film mitgespielt. Oh Mann. Geben wir mal Punkte, würde ich mal sagen, oder? Ja, ich glaube, ich habe 9 Punkte, oder? In der Facebook-Gruppe. Ich habe auch 9 Punkte gegeben. Ich glaube, da kann ich auch durchaus dazu stehen. Ich gebe 9 Punkte, obwohl ich den Film nicht ganz gesehen habe. Wie gesagt, ich habe ganz oft geguckt. Ja, aber ich bin fast durchgestanden. Sehr gut, war auch nicht die ganze Zeit so dieser Billig-Humor, Humor hätte ich beinahe gesagt, dieser Billig-Horror, wo einfach so bam, irgend so ein Riesenschock. Ich fand es auch echt cool, dass die Sneak in diesmal ein bisschen leiser war. Also normalerweise, wenn wir einen Horrorfilm haben, hörst du es in allen Ecken kichern in der Sneak. Ne? Weil dieses unsichere, ängstliche Kichern, was man dann überspielt, ne? Und diesmal hat das besser funktioniert. Die Sneak-Gänger werden besser in Sachen Horrorfilmen.
Ich habe auch schon ein paar Mal gekichert, weil zwei Sitze links neben mir, die eine, die ist so brutal immer erschrocken. Und da habe ich aber nicht über den Film, sondern mehr so, haben wir uns dann so ins Fäustchen gelacht, dann, weil die ganze, ja, da hat die ganze Stuhlreihe gewackelt. Da sind wir dann erschrocken, weil plötzlich so ein physischer Reiz dann kam, weil plötzlich die Sitzreihe so bam, kriegst du auf einmal so einen Schlag. Stimmt, ich hab gehört, dass ihr gelacht habt. Mitgekriegt. Auf jeden Fall, S 2017er Remake startet am 28. September, das ist also quasi bald, in den deutschen Kinos. Holt euch ein großes Popcorn, das dauert 2 Stunden 15 Minuten der Film, sofern ihr dazu kommt, überhaupt Popcorn zu essen, sofern euch das nicht so sehr mitnimmt, der Film, dass ihr vielleicht gar nichts essen könnt, nichts runterbekommt, sozusagen. Also Empfehlungen vom Kinocast, definitiv toller Film, tolle Sneak, danke, dass wir den in der Sneak haben durften. Und ja, jetzt haben wir schon den ersten Einspieler nämlich vergessen mit Sneak Preview. Aber das macht ja nichts. Wir haben ja die Sneak Tipps und da kann man ja auch vorher das Ding mal einspielen. Sneak Preview. Kate, wie lautet denn der oder die Tipps für die nächste Woche? Also der Tipp, den die Kinoleitung veröffentlicht hat, heißt: Es geht nicht um Tobis Herz. Ah, ich kann mich erinnern, ich glaube, ich habe da einen richtigen Tipp abgeliefert in der Facebook-Gruppe, oder? Kann das sein? Ich befürchte auch. Und ich sage mit Absicht, ich befürchte. Jetzt, wo ich den Tipp nämlich höre. Ja, du hast ja, das Erste, was du, glaube ich, geschrieben hast, war ja dieses Lieber Leben, Tobis neues Herz. Aber das ist, glaube ich, eine Doku, ne? Ich muss selber mal raussuchen. Ach so, ja, nee, ich habe einmal nach Tobi gesucht, was da so für Filme demnächst rauskommen. Und obwohl, das heißt doch, es geht nicht um Tobis Herz. Und das heißt ja, Lieber Leben, Tobis neues Herz. Also ja, aber du hast ja zwei Filme. Du hast ja einmal dieses Lieber Leben, Tobis Herz. Okay. Und dann, ich glaube wahrscheinlich so eine US-Version oder Französisch oder was weiß ich. Deswegen Lieber Leben, Originaltitel Patience. Ja. Das ist der Film, das war auch schon eine Doku, dachte ich. Aha. Ich gucke selber auch. Ich habe da irgendwas dazu geschrieben gehabt, ich weiß gar nicht mehr. Warum habe ich den jetzt getippt? War mir da so sicher. Ich habe da irgendwas, deswegen tippe ich diesen Film. Ja, weil das ist der gleiche Hintergrund. Da geht es halt auch darum, dass jemand ein Herz braucht. Genau, der eine hieß Lieber Leben, Tobis neues Herz. Genau. Und der andere, das war aber eine Dokumentation. Und das andere ist ein Film, der jetzt tatsächlich rauskommt. Da geht es aber nicht um Tobis neues Herz, wie der Tipp halt sagt, ne? Genau, deswegen tippe ich das. Irgendein französischer Film, wo irgendein, ist das irgendein so ein Freestyle-Rapper oder irgend sowas da einen Film gedreht hat in den USA. Puh, das klingt gar nicht gut. Ich weiß nicht. Aber im Endeffekt ist ja fast der gleiche Titel, ne? Deswegen wahrscheinlich auch der Tipp. Und deswegen hatte ich den getippt. Jetzt fällt mir das so wieder ein. Ja. Du bist auch der Einzige, der getippt hat. Ja, na gut, wenn man es richtig tippt, ne, dann brauchen ja die anderen nicht mehr. Nee, wer weiß. Also wenn ihr da draußen, liebe Hörer, wenn ihr irgendwie eine Idee habt, was das sein könnte, scheut euch nicht. Geht in die Metropol-Sneak Facebook-Gruppe und sendet einfach einen Tipp ab. Das kostet ja nichts. Und ihr werdet dann auch mit vorgelesen hier bei den Tipps der Woche. Jawohl. Ich habe noch einen Film gesehen. Schon vor einiger Zeit. Und zwar diese Baywatch-Neuverfilmung. Deswegen lache ich. Habe ich gesehen, ja. Mit Dwayne alias The Rock Johnson und Zac Efron und diese Alexandra Daddario, die ich vorhin schon mal lobend erwähnt habe. Nein, worum geht's? Baywatch dürfte jedem bekannt sein. Jetzt geht da die am Strand immer sitzen mit diesen roten Dingern da und wenn Not am Mann ist, dann müssen die da ins Wasser gehen und irgendwie Leute retten, ne? So. Der Dwayne Johnson ist dort der Chef, quasi der neue David Hasselhoff von seiner Truppe. Mitch Buchanan. Ja. Aber ich wollte das mit
vergleichen. Die Leute, die es nicht kennen, die werden ja kaum wissen, wer Mitch Buchanan ist, sondern sagen, okay, das ist jetzt die David Hasselhoff, die ehemalige David Hasselhoff-Rolle. Ne? Und irgend so eine, also der Chef von dieser ganzen Truppe da kommt auf die Idee, dass es eine gute Idee wäre, dort Zac Efron mit reinzubringen. Der war nämlich mal in der Olympiamannschaft bei den Schwimmern von der USA, hat dort auch im Einzelschwimmen richtig gut abgesahnt, hat da Goldmedaillen gewonnen und so, hat aber in der Staffel, also wo es wirklich Teamsport ging, hat er dann völlig versagt, weil er hat dann nämlich seine Einzelgoldmedaille so sehr gefeiert, dass es ihm total schlecht war und hat ins Becken gebrochen, ja, während des Wettkampfes. Ja, und genauso ist auch der Film. Also man kann da schon ahnen, in welche Richtung das geht. Auf jeden Fall sollte er jetzt aus PR-Gründen dort in diese Baywatch-Truppe mit rein, weil sich da die Presse dafür interessiert. Der ist ja auch ein ganz hübscher Kerl und hat ein bisschen Bass, was er da mitbringt. Und quasi als PR-Maßnahme. Denn diese Baywatch-Truppe, die hat immer so Trainees, die sich da quasi beweisen können, immer jeden Sommer, wer es da wert ist, dort mit einzusteigen, fest angeheuert zu werden oder nicht. Und da wird auch noch so ein Computer-Nerd, der kommt doch gleich in so einem Pac-Man-Shirt und so. Das ist natürlich so der typische Computer-Nerd, etwas fülliger und so. Und der wird noch mit angeheuert und irgendwie noch so ein paar andere. Und dann kommt es immer, wie es kommen muss. Es sind natürlich dann diverse Sachen, die dann auftreten. Und am Anfang kommen die beiden ja auch überhaupt nicht so miteinander klar. Dieser Zac Efron und der Dwayne Johnson, das ist natürlich das Hauptding, dass die beiden sich nicht verstehen und eigentlich zusammenarbeiten müssen. Und das andere ist halt, dass an den Strand wird halt mal so ein Drogenpäckchen angespült und versuchen es halt zu ermitteln, wo das herkommt. Und gleichzeitig gibt es noch so einen weiblichen Immobilienmogul, weiß nicht, Mogulin oder so, vielleicht gibt's da, die wird gespielt von Priyanka Chopra. Eine sehr hübsche Frau, die hat ganz schön Haare auf den Zähnen hier in dem Film. Und die hat so einen Club und so weiter und die will da auch noch ein bisschen erweitern an dem Strand. Und ja, das sind so die Grundkonstellation. Und da gibt es halt dieses Drogenkartell, das geht halt auch über Leichen. Da werden halt immer mal Leichen angeschwemmt. Und die lokale Polizei findet das nicht in Ordnung, dass die Baywatch-Truppe da ermitteln will, weil das ja eigentlich Polizeiarbeit ist und so. Aber die Polizei macht selber kaum was. Also wenn dann die Baywatch-Truppe mal einen Hinweis gibt und so, dann dauert es ewig, bis dann mal was passiert. Und deswegen nehmen sie doch die Sachen lieber selber in die Hand. Und dann geht halt auch einiges schief und